Ja, herzlich willkommen hier im Raum und im Stream zu unserer Veranstaltung Schutzprogramm jetzt. Stimmen aus dem Exil, aus dem afghanischen Exil. Zunächst zwei technische Hinweise. Es gibt zwei separate Livestreams, einen auf Deutsch und einen auf Dari. Den Link für den Livestream auf Dari, den finden Sie auf YouTube in der Beschreibung oder auch in unserer Einladung. Und im Livestream gibt es später am Ende der Veranstaltung, wenn Sie hier im Stream Fragen stellen wollen, auch die Möglichkeit, Fragen über den Chat zu stellen. Herzlich willkommen, liebe Mobina Sai, liebe Shakila Ebrahim-Hikil und liebe Nathalie Amiri, liebe Journalistinnen und Journalisten hier im Publikum und in den Streams. Die Taliban verfolgen Medienschaffende immer brutaler. Seit dieser Woche müssen Journalistinnen und Journalisten zwangsweise ihr Gesicht verhüllen. Da hat es die Situation in Afghanistan auch hier wieder mal in die Medien tragischerweise geschafft. Viele haben die Arbeit längst eingestellt, sind auf der Flucht oder harren aus Angst vor Repression in Verstecken aus. Wie ist Berichterstattung in Afghanistan und aus Afghanistan überhaupt noch möglich? Darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben aber auch vergangene Woche ja in den Nachrichten mitbekommen, dass die deutsche Bundesregierung oder der Bundestagshaushaltsausschuss beschlossen hat, im Bundeshaushalt 25 Millionen Euro zu bewilligen für die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan. Das klingt erstmal nach einer großen Zahl, aber da haben wir genauso wie andere auch einige kritische Punkte anzumerken und darüber wollen wir heute auch sprechen. Wir wollen mit Menschen, mit Frauen ins Gespräch kommen, hier im Exil. Wir wollen aber auch versuchen, einen allgemeinen Überblick so ein bisschen zu geben über die Lage im Exil. Und deswegen wollen wir im Laufe der heutigen Veranstaltung eine Umfrage vorstellen zur Situation im Exil. Und ich möchte zunächst einmal unsere Gäste hier auf dem Podium vorstellen. Shakila Ebrahim-Hikil ist eine afghanische Fernsehjournalistin. Sie wurde 1983 in der Provinz Kapisa im Norden Afghanistans geboren, hat nach dem Studium des Journalismus an der Universität Kabul bereits das erste Taliban-Regime erlebt. Arbeitet dann später bei Tolo TV, was sicherlich viele von Ihnen können, Tolo News, zwei der bekanntesten Fernsehsender des Landes. Sie interviewte unter anderem den damaligen Präsidenten Hamid Karzai. Und bereits im Jahr 2016 kam sie mit ihren Kindern flüchtend nach Deutschland und arbeitet seit 2018 in der Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle. Im Moment wohnst du, Shakila, in Darmstadt und arbeitest in Bonn. Shakila, die Deutsche Welle hat vor kurzem eine Studie über die Lage von Journalistinnen erstellt. Wie geht es Journalistinnen aktuell vor Ort? همکاری و همبستگی با با همکاران ما در افغانستان با ژورنالیستان در افغانستان میخوایم که با اونا همبستگی خود داشته باشم. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich möchte mit dem Mundschutz beginnen, um meine Solidarität mit den Medienschaffenden in Afghanistan zum Ausdruck zu bringen. شما قسمی که گفتید ما دوچه ویله یک گزارش را نشر کرده بود در مورد وضعیت خبرنگارا در افغانستان وضعیت خبرنگارای زن در افغانستان متاسفانه پس از او گزارش وضعیت بدتر و بدتر شده است. Wie Sie wissen, hat die Deutsche Welle einen Bericht über die Lage von Medienschaffenden, insbesondere von Journalistinnen in Afghanistan präsentiert. Aber seitdem hat sich die Lage leider unheimlich verschlechtert in Afghanistan. قسمی که شما اشاره کردین وضعیت خبرنگاران زن بدترتر شده و اونا مجبور شدند پس از آخرین فرمان طالبا صورتشان در پرده های تلویزیون بپوشانند. Wie Sie auch gesagt haben, hat sich die Lage für weibliche Journalisten besonders verschlechtert und aufgrund des letzten Dekrets der Taliban müssen sie ihr
Gesicht auch verhüllen, neben der sonst üblichen, neben dem üblichen Schleier. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند تا به حال در حدود 80 خبرنگار به طریقه های مختلف گرفتار شدند و اکثرشان با خشونت همراه بوده. Seit die Taliban an der Macht sind, sind mindestens 80 JournalistInnen in Gewahrsam genommen worden und die meisten wurden auch tatsächlich gewalttätig misshandelt. با گذشت هر روز صاحب برای آزادی بیان در افغانستان تنگتر شده و خبرنگاران نمیتونن آنچه که میخوان آنچه که اتفاق میفته او را گزارش بدن. Mit jeder Stunde wird die Lage schlechter für JournalistInnen in Afghanistan und die JournalistInnen können nicht mehr frei über das berichten, was sie berichten möchten. ما در طول چند روز روز جمعه فرمان طالبان صادر کردند در رابطه به این که باید خبرنگارای زن صورتشان بپوشانند اما دو روز خبرنگارا تا روز یکشنبه مقاومت کردند. Die Taliban haben am Freitag das Dekret erlassen, dass die Gesichter von Frauen verhüllt werden müssen im Fernsehen, aber die JournalistInnen haben zwei Tage Widerstand geleistet, haben Samstag und Sonntag sich dem Ganzen widersetzt. شما میفهمید که مقاومت در برابر یک رژیم دیکتاتور ساده نیست اما اونا با همه چالش ها اونا تا روز یکشنبه مقاومت کردند بالاخره با فشارهای مکرر وزارت امر بالمعروف و طالبان مجبور شدند وادار شدند که باید صورتشان را بپوشانند. Wie Sie wissen, ist es nicht einfach gegen ein diktatorisches Regime Widerstand zu leisten. Aber im Endeffekt hat das Ministerium für die Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters der Taliban es durchgesetzt und sie wurden gezwungen, das Gesicht zu verhüllen. در کنارش به خاطر همبستگی با اونا خبرنگارای مردم با صورت‌های بسته در تصویر ظاهر شدند. Und aus Solidarität haben auch die männlichen Journalisten ihre Gesichter verhüllt und sind so im Fernsehen aufgetreten. همکاران مرد ما هم دیروز در دوچه ویلا به خاطر همبستگی با خبرنگارای زن در افغانستان ما هم ماسک پوشیدن و صورتشان پوشاندن. Auch unsere männlichen Kollegen in der Deutschen Welle haben ganz bewusst das Gesicht gestern verhüllt und sich so gezeigt, haben ein Foto so gesendet mit einer Botschaft. روزانه اکثر خبرنگارا در ولایت ها خبرنگارای زن اکثرا هیچ وجود نداره و بسطها رسانه ها در ولایت ها بسته شده نسبت محدودیت ها و مشکلاتی که وجود داره. Es gibt im Prinzip keine Presse mehr auf dem Land, in den Provinzen. Und die meisten weiblichen Journalistinnen werden aus dem Beruf gedrängt, aufgrund dieser gesamten Einschränkungen, die immer wieder erlassen werden. پیش از رژیم طالبان 100 رسانه تصویری در افغانستان فعالیت داشت. 100 ها رادیو بود، 10 ها رسانه های چاپی وجود داشت. اما نیمی از اونا بسته شدند و اکثر خبرنگارا شما در جریان هستند که فرار کردن و یا در خانه های خود پنهان هستند و حراس دارند. Vor der neuen Herrschaft der Taliban gab es in Afghanistan hunderte von Medien, also sowohl TV als auch Radio, als auch jede Art von Journalismus. Aber mittlerweile leben die Menschen in Angst und haben sich teilweise in ihren Häusern verschanzt und die Journalistinnen können nicht mehr arbeiten. چند روز پیش در یکی از ولایت‌ها یک خبرنگار طالبان از یک نشست خبری بیرون کردند. Vor einigen Tagen wurden Journalisten, eine Journalistin auch aus, mitten aus der Arbeit, aus der Sitzung herausgezerrt. امی خودش بیانگر وضعیت بسیار خطرناک آزادی بیان و خبرنگارا بخصوص خبرنگارای زن در افغانستان است. Und das zeigt die große Gefahr für die Meinungs-, Presse- und Redefreiheit in Afghanistan, insbesondere für Frauen. با امی که اینا خبرنگارای زن امی فرمان آخر طالبان را اینا تطبیق کردن یکی از خبرنگارا یکی از گوینده ها در برنامه لایف تلویزیون گفت که بقره و امی منشوت نمیتونه که مانع مبارزه ما شوه. Ja, und eine Journalistin hat sich getraut, in der Sendung ganz klar zu sagen, dass sowohl die Burka als auch dieser Mundschutz, den sie dann zwangsläufig tragen müssen, nicht die Aktivitäten dieser Menschen einschränken wird. Sie wollen sich da widersetzen. Weil ich das Schجاعت میخه. طالبان هیچ تغییری نکردن. طالبان روز به روز فشارهایشان به همه مردم به ویژه به زنان خبرنگار به خبرنگار زن بیشتر شده و اونا باورمند به هیچ ارزش‌های حقوق بشری به خصوص آزادی بیان در افغانستان نیستند. آزادی بیان روز به روز با خطر فروپاشی و از بین رفتن مواجه است.
Sie sagt, dafür braucht man sehr viel Mut, sich dem zu widersetzen, aber die Taliban haben sich kein bisschen geändert und sie glauben nicht im geringsten an die Presse- und Redefreiheit. Ja, vielen Dank. Einiges davon werden wir bestimmt auch gleich noch vertiefen. Mobina Azai, links, ist eine afghanische Radiojournalistin, wurde 1982 geboren in Balkh im Norden Afghanistan, wo sie auch dort Journalismus studierte. In Mazar gründete sie Radio Rabia Balkhi, den ersten privaten Radiosender dort in der Region. Und diesen Radiosender, den sie gegründet hat, hat sie von 2003 bis 2016 auch geleitet. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit dort bei der journalistischen Arbeit dort lag auch immer auf Frauen, thematisch, redaktionell, Frauenrechte, Frauengesundheit. Und es war ihr in dem Radiosender auch immer wichtig, Frauen eine Stimme zu geben, eine Plattform zu geben für die Anliegen, für die Sichtweisen und gleichzeitig aber auch den Sender war auch ein wichtiger Arbeitgeber vor allen Dingen für Frauen. In den vergangenen 6 Jahren bis zum vergangenen Sommer war Mobina Azai Managerin der NGO NAI, die sich für freie Medien in Afghanistan einsetzt, JournalistInnen unterstützt hat, die Einschränkungen der Pressefreiheit erleben und auch Schulungen durchgeführt hat. Und 2013 wurde sie auch ausgezeichnet von der NGO Action Aid für die ehrenamtliche Arbeit im Friedensprozess in Afghanistan. Nachdem die Taliban im vergangenen August zum zweiten Mal die Macht im Land übernommen hatten, verließ Mobina Said im Oktober vergangenen Jahres mit ihrer Familie das Land. Nach einem 3-monatigen Aufenthalt zunächst in Albanien kam sie jetzt im Januar dieses Jahres mit Unterstützung von Reporter ohne Grenzen nach Deutschland, lebt zurzeit mit ihrer Familie in Wiesloch in Baden-Württemberg und besucht dort einen Integrationskurs und ist außerdem ehrenamtlich auch im Moment tätig für den afghanischen Sender Watan, Radio und auch TV. Mobina Said, wie geht es Ihnen? Wie lief die Evakuierung ab? Wie lief die Evakuierung ab und wie geht es Ihnen seitdem? Salam ba dostay ki inja hastan, salam ba kasay ki mishnavan saday ma ra waqtam agi ba khair. Ma aval tashakkur mikonam az komitee khabarnigaran bedun marz, RSF. به خاطر توجهی که در سخت‌ترین شرایط و در زمانی که جداً نیاز بود خبرنگارای افغانستان حمایت شوند اینا توجه کردند و بر یک تعداد کمک کردند که امروز در یک نقطه امن هستند ما واقعا از این قلباً سپاسگزار هستم از آدرس خبرنگارای که امروز با فامیلاشون در آلمان هستند Ja, einen schönen guten Tag allen, die uns hören und einen großen Dank an Reporter ohne Grenzen für die Hilfe, dass viele JournalistInnen aus dem Land herauskamen und jetzt mit ihren Familien in Sicherheit sind. So wie Frau Shakila Ibrahim Khel auch gesagt hat, hatten wir viele Errungenschaften in den letzten 20 Jahren. Also neben der Pressefreiheit ist es auch der Zugang zu Informationen. Und das alles ist jetzt nicht mehr gegeben. Was ist passiert, dass wir diese ganzen Errungenschaften leider aufgeben mussten? در 2 سالی که در افغانستان بحث مذاکرات صلح جریان داشت، یک تعداد می‌دانستند و رسانه‌ها بیشتر روی مسئله کار می‌کردند و می‌گفتند که این صلح نتیجه برای مردم افغانستان نتیجه خوب نداره، خصوصا برای رسانه‌ها و زنان خبرنگار. In den 2 Jahren, in denen mit den Taliban über Frieden verhandelt wurde, wussten im Prinzip schon alle, dass das vielleicht auch das Ende eben dieser Werte sein wird und insbesondere für Frauen, die im Journalismus tätig sind. و هر روز ما با حکومت افغانستان جامعه جهانی اطلاعات زیر بیشتر می ساختیم یا می دادیم از طریق رسانه ها کنفرانس ها و نشست ها که طالبان تغییر نکردن اینا تلاش دارن که قدرت به دست بگیرن لطفا افغانستان تنها نمانین Wir haben der afghanischen Regierung als auch der internationalen Gemeinschaft immer wieder gesagt und ihnen die Informationen gegeben, dass die Taliban sich nicht geändert haben, dass sie im Prinzip durch diesen Frieden nur an die Macht kommen wollen und man dem Ganzen nicht trauen soll.
متاسفانه شنیده نشد و تصامیم شکل که باید میشد افغانستان تنها گذاشتن ما تمام ارزش‌های ما را که در 20 سال گذشته با تلاش بسیار خصوصا با از دست دادن مسلک‌های ما به دست آوردیم تمامش از دست دادیم و ماه آگست سال 2021 شما دیدین که دیگر ما در افغانستان هیچ چیز نداشتیم و تا هنوز هم نداریم. Ja, im Prinzip haben wir alle diese Errungenschaften aufgeben müssen, gerade im August 2021, als die Einigung mit den Taliban erfolgt ist. Da wurde dann eben besiegt. Als die Taliban an die Macht kamen, war ich 2 Monate im Land und habe die Situation gesehen und musste mich verstecken mit meiner Familie und weiß deshalb, wie sich die JournalistInnen fühlen, die jetzt mit ihren Familien noch vor Ort sind. ما در 2 ماه اول دیدیم که در افغانستان رسانه‌ها دیگر نتونستن مثل گذشته با شفافیت کار اطلاعاتی‌شان انجام بدن. Ich habe in diesen 2 Monaten ganz genau gesehen, dass die Medien nicht wie zuvor frei und transparent arbeiten konnten. یک تعداد به خاطر اینکه اونا در زمان قبل از سقوط بر علی طالبان همیشه گزارش داشتن، اطلاعات داشتن، کار می‌کردن، ناگزیر شدن در 2 ماه اول از افغانستان از هر آدرسی بیرون شون و ترک کشور خود بکنن. Ja, einige mussten das Land verlassen, derjenigen, die im Prinzip diese Informationen gaben und dementsprechend war keine Aktivität mehr da. Und andere mussten sich in Afghanistan verstecken und dort versteckt ihr Leben voranbringen. و کسای مثل ما و یک جمع از فعالین مدنی در افغانستان خبرنگارای اینا توسط سازمان‌های مختلف دانستن که به آلمان، به فرانسه، به کانادا، به امریکا بیرون شوند. Einige JournalistInnen wie Frau Sa'i, aber auch Aktivisten und Aktivistinnen konnten dann zum Beispiel mit Hilfe Deutschlands, Frankreichs und anderer Länder das Land verlassen. بنیانگذار یک رادیو به نام رابعه بلخی بودم و او ویژه خانما در بلخ بود که با بهانه آتش سوزی و عوارض تکنیکی او رادیو را بعد از چند ماه حکومت طالبان در بلخ آتش گرفت امروز او را هم متاسفانه نداریم. Wie Sie in der Vorstellung gesagt haben, habe ich ja das Radio Rabia Balkhi in Afghanistan betrieben und mit dem Vorwand, dass es dort gebrannt hat, wurde im Prinzip dieses Radio und diese Aktivität beendet. بسیار ساده نیست که یک کسی قبول کنه که 18 سال در یک جای زحمت بکشه در اوج جوانا بیاین کار کنن در اوج زنا بیاین صدا بلند کنن و در اوج با یک هدف بسیار بالا به خاطر روشنگری جامعه تلاش شوه ولی یک روز موج نباشم هم کارایم نباشه و او رادیو رو دیگه فعالیت نداشته باشه و زنا در اوج استفاده نکنن این بسیار دردآور است و من میفهمم که شما این را درک میکنین. Sie sagt, es ist sehr, sehr schwer, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 18 Jahre an einer Sache arbeiten und im Prinzip für die Aufklärung der Menschen arbeiten, wenn dort Jugendliche und Frauen ihre Stimme erheben können und dann sind Sie kurze Zeit nicht im Land, innerhalb von 2 Monaten wird dieses Werk zunichte gemacht. Stellen Sie sich das mal bitte vor und dann haben Sie praktisch die Situation. تقاضا داشتیم، درخواست داشتیم، پیشنهاد کردیم به خاطر حمایت رسانه‌های افغانستان، حمایت کارکنان افغانستان، حمایت خبرنگارا در داخل افغانستان از سوی سازمان‌های جهانی و کشورهای ائتلاف که به خاطر افغانستان تعهد داشتند. Ja, Sie kennen ja die Lage in Afghanistan, sehen das und wir waren im Prinzip immer dafür da, die Menschen zu unterstützen durch internationale Organisationen, mit denen wir in Kontakt sind, die Stimme der Journalistinnen, der Aktivisten zu erheben. ما میخواییم از آدرس برنامه امروز برای شما، برای دوستایی که بر افغانستان هزینه کردن، برای مردم افغانستان خدمت کردن و دستاوردهای کلانی را در کنار مردم افغانستان همکاری کردن که در طی 20 سال داشته باشیم. ما میخواییم بگویم که بودن ما یا شکیلا جان یار دوستی در اینجا به این معنا نیست که همه چیز خوب است و دیگه مسئولیت کشورهای دوست و کشورهای کمک کننده تمام شده. Also wir möchten zeigen, was alles investiert wurde in Afghanistan, wie viel gemacht wurde. Und deshalb sind wir, also Frau Sa'i und Frau Ibrahim Khel, hier, um das zu zeigen. Und ja. مردم افغانستان شما میفهمین از طریق رسانه امروز اطلاعات کسب یا اطلاعات جلی را به دست میارن چون طالبان اجازه نمیتن که رسانه به طور شفاف اطلاعات در اختیار مردم بگذارن.
Sie sagt, die Menschen in Afghanistan haben keine klaren Informationen mehr, keinen Zugang mehr zu verifizierten Informationen, weil die Taliban dort die Oberhand haben und praktisch eben nur Falschinformationen verbreiten. In Ordnung, sie wartet. Okay, vielen Dank. Und dann Natalie Amiri. Viele von Ihnen, die deutsches Fernsehen schauen, werden Natalie Amiri kennen, ist eine Fernsehjournalistin in München geboren, als Tochter einer Deutschen und eines iranischen Vaters und leitete ab 2011 das ARD-Studio in Teheran und unterstützt aber auch immer wieder die ARD-Studios des Bayerischen Rundfunks in Istanbul, Athen und Rom. 2020 musste sie die Leitung des ARD-Studios in Teheran aufgeben oder erstmal lassen, weil das Auswärtige Amt geraten hatte, aus Sicherheitsgründen nicht mehr in den Iran zu reisen. Sie war in den vergangenen Jahren neben der parallelen Tätigkeit als Weltspiegel-Moderatorin, aber auch immer wieder in Afghanistan. Und vielleicht ganz kurz einmal an der Stelle auch gerade herzlichen Glückwunsch, weil sie gestern Abend ausgezeichnet wurde als Politikjournalistin des Jahres des Medium-Magazin. Insofern an der Stelle einmal auch Glückwunsch. Aber vor allen Dingen haben wir dich auch hier, weil du ja viel in Afghanistan warst und jetzt erst vor kurzem das Buch Afghanistan unbesiegter Verlierer veröffentlicht hast. Du warst 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban und in Afghanistan, hast für dieses Buch, was ich ja auch jedem ans Herz legen möchte zu lesen, weil es ja, glaube ich, einerseits sehr viele Fakten hat und gleichzeitig, glaube ich, ja auf eine sehr zugewandte, empathische Art und Weise die Menschen in Afghanistan nicht vergisst. Natalie, du warst 100 Tage nach der Machtübernahme der Taliban dort. Was für ein Land hast du vorgefunden? Zunächst bin ich einmal sehr froh, dass wir hier nicht zu fünft mit deutschen Journalisten hier sitzen und über Afghanistan sprechen, sondern die Afghaninnen sprechen lassen, weil das war genau der Fehler, der die letzten 20 Jahre stattgefunden hat. Das ist auch das Ziel meines Buches gewesen, dass ich nicht wieder von außen unsere Analyse auf dieses Land überstülpen wollte, sondern die Menschen zu Wort kommen lassen wollte. Ich bin gelandet in ein Land, das stark traumatisiert ist. 70% der Bevölkerung ist wirklich tief in der Seele zerstört durch die letzten 4 Jahrzehnte, aber dann nochmal durch diesen extremen Schock im Sommer, am 15. August. Viele, wirklich viele in Kabul, viele meiner Freunde von meinen Bekannten haben es bis zum 15. August nicht geglaubt, dass die Taliban da sein werden. Ja, es gab natürlich Warnungen und man wusste, die Taliban sind im Land, aber dass es so schnell geht und dass sie von heute auf morgen einfach alles übernehmen und dass das Militär zusammenbricht, dass die Amerikaner rausgehen, dass die Contractors rausgehen, dass alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt, hat die Menschen wirklich in einen Schockzustand versetzt. Und ich war, wie du sagtest, 100 Tage nach der Machtübernahme in Afghanistan und ich habe kein Interview geführt, in dem nicht die Tränen geflossen sind, weil sie immer noch so traumatisiert sind und so entsetzt sind über das, was jetzt ihr Land ist. Das Straßenbild ist sehr dunkel geworden. Man sieht sehr viel weniger Frauen. Frauen ziehen sich schwarz an, dunkel an. Damals gab es das Burka-Gebot noch nicht und der Erlass noch nicht, Burka zu tragen. Der ist ja jetzt am 9. Mai herausgekommen. Ich habe in Kandahar gar keine Frauen mehr ohne Burka gesehen. In Ghazni und in Provinzen habe ich überhaupt gar keine Frauen mehr auf der Straße gesehen. Und Männer haben sich auch nur noch traditionell gekleidet. Männer, die Jeans getragen haben, wurden aus den Autos gezerrt, wurden beschimpft. Männer, die keine Bärte getragen haben, wurden angehalten, dass ihnen der Bart dass sie ihren Bart wachsen lassen sollen. Und wenn sie nochmal erwischt werden, dann würde es Bestrafungen geben. Es gibt in der ganzen Stadt in Kabul Checkpoints mit Taliban, bewaffneten Taliban, die Handys der Menschen abnehmen und die Chat-Verläufe anschauen, WhatsApp-Chat-Verläufe, sodass viele dazu übergegangen sind, dass sie 2 Handys haben, wenn sie sich's leisten können, und ein quasi cleanes Handy für die Kontrollen und eins, in denen dann die Kommunikation läuft. Viele Chat-Kommunikationen, die ich hatte mit Menschen, die haben mir immer gesagt, so hier, ich schreibe dir das, bitte notier's dir gleich oder speicher es, machen Screenshots, weil ich lösche es gleich wieder, weil sie wirklich
keine Art der freien Kommunikation, nicht einmal in ihren vier Wänden mehr sich trauen durchzuführen, denn sie haben permanent Angst. Dadurch, dass die Taliban vielleicht es geschafft haben, aber aufgrund, sage ich eher, der Ineffizienz des Restes, des Systems, dieses Land zu übernehmen, sind sie noch lange nicht fähig, das Land zu führen. Und es gibt weder eine Verfassung, noch kann man sie festnageln auf einen politischen Stil und auf eine politische Richtung. Insofern, sie lassen das alles so ein bisschen offen, alles ein bisschen schwammig, weil sie natürlich zwei Sachen wollen. Sie wollen einmal anerkannt werden von der internationalen Staatengemeinschaft und sie wollen Geld. 75% des afghanischen Haushaltes werden über internationale Gelder finanziert. Afghanistan ist pleite, es gibt kein Geld mehr. Vor den Banken standen Hunderte von Menschen, die ihr Geld holen wollten. Die Banken zahlen nicht aus, weil keine Liquidität mehr vorhanden ist. Und deswegen haben die Taliban 100 Tage nach Machtübernahme das Ganze auch noch schön schwammig gelassen. Jetzt im Zuge der Ukraine-Krise haben sie gemerkt, oh, es schaut ja gar niemand hin, was wir so machen. Und sukzessive werden die Menschen noch mehr eingeschränkt. Es kam zu noch mehr Verhaftungen. Es gab Anfang Februar überall Hausdurchsuchungen unter dem Deckmantel. Man möchte das Land entwaffnen, was nicht der Fall ist, denn man wollte einfach kontrollieren, wer wo sitzt, wer wo sich versteckt. Und die Menschen leben in einer permanenten Angst und Anspannung, weil sie nicht wissen, wie der nächste Tag aussieht. Es ist alles willkürlich, man kann sich auf nichts verlassen. Und ich habe noch heute Morgen mit Medienschaffenden in Afghanistan gesprochen, die haben gesagt, wir haben alles verloren, wir haben niemanden mehr, der uns in unserem Land schützt und den Rücken deckt für unsere Arbeit. Ja, danke für diese ersten Einschätzungen und Bewertungen. Und vieles davon wollen wir jetzt auch in den kommenden Minuten auch noch mal weiter vertiefen. Mobina, wir sind froh, dass du es hierher geschafft hast, nach Deutschland, ins sichere Exil. Viele sind zurückgeblieben, muss man sagen. Und viele sind aber auch im Exil. Bei Reporter ohne Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir im vergangenen Jahr seit mit der Evakuierung von ganz vielen den Medienschaffenden aus Afghanistan, sind wir, glaube ich, nicht nur an die Belastungsgrenzen gekommen, sondern über die Belastungsgrenzen unserer Organisation gekommen. Umso glücklicher sind wir trotzdem, sozusagen Menschen wie dich hier zu sehen und auch im sicheren Exil. Aber da gibt es viele Menschen mit Qualifikationen, mit Fähigkeiten und die, das ist uns auch wichtig, die zu stärken, die sichtbar zu machen und auch zu wissen, was sind die Bedarfe, was ist aber auch an Potenzial, wenn man es mal so ausdrücken kann, hier für uns in Deutschland im Exil. Wir haben deswegen unter den hierher gekommenen Journalistinnen hier in Deutschland gemeinsam mit der Taz-Panther-Stiftung, langjähriger wichtiger Partner von uns, Mitte Februar dieses Jahres eine Umfrage gestartet, online auf Englisch, Dari und Pashto. Und bis zum jüngsten Stichtag, 21. Mai, die ist immer noch offen, man kann sich weiter noch beteiligt, haben sich bereits 124 Personen daran beteiligt. Und die ersten Ergebnisse dieser Umfrage würde ich gerne in den kommenden Minuten mit Ihnen teilen. Diejenigen, die hier im Raum sind, bekommen die auch, haben die auch ausgedruckt vorliegen. Diejenigen, die im Stream dabei sind, bekommen die per E-Mail zugeschickt und auf unserer Webseite ist die auch schon zugänglich. Und ich bitte den einen oder anderen Sprachenmix auf den Folien zu entschuldigen. Die Ergebnisse sind wirklich ganz frisch in der Auswertung reingekommen. Ja, wie viele Personen haben wir bei Reporter ohne Grenzen überhaupt unterstützt? Wir haben insgesamt für 606 Personen Aufnahmezusagen bekommen und 153 Journalistinnen und Journalisten. Und das sind ja eben immer nicht nur einzelne Menschen, sondern auch mit Familien. Und deswegen muss man, glaube ich, diese beiden Zahlen sehen. Das zeigt, glaube ich, allein das Volumen, das wir bewältigt haben in dem vergangenen Jahr. Wie viele von diesen Personen sind unserem Überblick nach bereits in Deutschland angekommen? Insgesamt sind 138 afghanische Medienschaffende plus ihre Familien hier angekommen, also insgesamt 532 Personen. Das heißt, wir haben, das kann man sagen, fast 90% der Evakuierungen abgeschlossen. Die
Just diese Woche reisen 3 weitere Familien aus dem Iran nach Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz weiter und 15 JournalistInnen, mit denen wir in Kontakt sind und die Aufnahmezusagen haben, befinden sich noch in Transitländern und Teile ihrer Familie, muss man auch sagen, noch in Afghanistan. Was, glaube ich, wichtig ist, diese enormen Zahlen, man kann vielleicht nur ansatzweise ahnen, diejenigen, die sich damit befasst haben, was da für logistische Arbeit dahinter steckt, das ist, glaube ich, wichtig. Das war nur möglich durch die ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit vielen zivilgesellschaftlichen anderen Akteurinnen und Akteuren vorrangig. Ich glaube, das ist hier einmal wirklich wichtig zu betonen, die Organisation Cabo Luftbrücke, die Initiative, die sich im vergangenen Jahr gegründet hat und die Report und die Grenzen genauso wie viele andere Organisationen auch unterstützt hat. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen. Ohne die Cabo-Luftbrücke hätten wir vieles nicht machen können. Aber auch natürlich mit anderen Organisationen. Aber die Cabo-Luftbrücke ist wirklich eine der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Akteure mit im vergangenen Jahr gewesen, ohne die wir das nicht geschafft hätten. Wie sind diese Menschen aus Afghanistan ausgereist? Mit großem Abstand sind die meisten JournalistInnen und ihre Familie über Islamabad, also Pakistan, ausgereist. Iran folgt an zweiter Stelle. Besonders interessant ist, wer hat Sie bei dieser Ausreise aus Afghanistan unterstützt? Die Bundesregierung, das ist vielleicht einmal wichtig nochmal zu erwähnen, hat eigentlich immer die Position vertreten, dass Personen mit einer Aufnahmezusage, das was ich vorher auf der anderen Folie gezeigt hatte, eigenständig das Land verlassen sollten, um dann bei den Botschaften in Drittstaaten ein Visum nach Deutschland zu beantragen. Es dauert ohne Hilfe im Moment in Pakistan, in Islamabad, 1 Jahr. Das ist sozusagen eine der Tätigkeiten, weswegen wir auch immer noch viel mit den Behörden in Kontakt sind. Und das ist, wenn wir nicht immer wieder sozusagen auch nachfassen würden. Insgesamt muss man sagen, das noch nicht, wurden 56% aller Ausreisen, die wir organisiert haben, wurden von uns zusammen mit zivilgesellschaftlichen Partnern selber organisiert, also der weitaus größte Teil. 21% oder in Zahlen 31 Ausreisen, dieser Ausreisen, die wurden von der GIZ und dem Auswärtigen Amt organisiert und durchgeführt. 15%, also 23 Personen sind eigenständig ausgereist und 12 wurden während der militärischen Phase August, also diese dramatischen 2 Wochen im August vergangenen Jahres, ausgeflogen. Davon eine Person mit der Bundeswehr. Das sieht man auf dieser Grafik nochmal ganz gut, wo man sieht, sozusagen, ja, die Bundeswehr hat ja hier auch die Nachrichten sehr beschäftigt, das Medienschaffende, man hat ja viele Berichte auch gelesen, dass letztlich, wie man in diese Bundeswehrflugzeuge gekommen ist, ich möchte nicht sagen, dass es erratisch war, aber es war doch mehr oder weniger zufällig. Diejenigen, die zufällig. Gute Beziehungen hatten. Und gute dann Beziehungen haben aber auch nicht immer ausgereicht. Wir haben viele gute Beziehungen gehabt, die aber auch dort am Ende nicht auch gewirkt, nicht immer geholfen haben. Und deswegen ist diese Zahl eigentlich eine traurige Zahl, wenn man sieht, welche Aufmerksamkeit diese Luftbrücke hier hat. Und das ist einfach nochmal diese Zahl, die, glaube ich, ganz, ganz entscheidend ist anzuschauen. Wer ist hier angekommen? Überwiegend Männer bislang. Hier wird nicht gezählt, wer die Hauptantragstellerin waren, die Report ohne Grenzen begleitet hat. Hier waren auch Paare dabei, wo beide Personen im Journalismus gearbeitet haben. Und jetzt würde ich gerne über einige Ergebnisse auch nochmal mit euch sprechen. Die Erhebung hat uns ja gezeigt, die Menschen sind quer über Deutschland verstreut. Das sieht man hier auf dieser Grafik. Jetzt im Exil hier, viele sind in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Und einfach, Mobina, die Frage, wie war das bei dir? Wie durftest du dir aussuchen, wo du wohnst und dort, wo du jetzt bist, wie geht es dir?
بسیار خوب بله قسمی که شما میگین ماسک کشور آلبانیا توسط به همکاری کمیته خبرنگاران بدون مرز با خانواده ما مردم ما در ایالت بادن وتنبرگ هستم شهر وسلوخ در اوجا همه چیز بر ما خوب است ما راضی هستم اما همکاری های شهری یا ایالتی اولادای ما کجا درس میخوانند و خود ما که کورس زبان شروع کردیم اینا بر ما شرایط است که همکاری شده و طبق معمول شاید نمیفهم وضعیت دیگران چگونه است اما نسبت به اکثریت ما از دوستان میشنوم وضعیت خوب است و ما راضی هستم از اینجا Ich kam über Albanien und wurde von Reporter ohne Grenzen dabei unterstützt, nach Deutschland zu kommen. Wohne jetzt in Baden-Württemberg, in Wiesloch, kann dort einen Sprachkurs besuchen. Meine Kinder sind wohlauf und ich bin insgesamt zufrieden. Aber für sich, ich würde schon mal mit Cousinischer Dorsten, schon mal in der Chorba Dorsten, die unser Job hat, schon mal? Bei mir شرایط گذاشته شد که اینکه در کجا میتونم راحت باشم باز برشون گفتم هر جایی که فکر میکنن برام مناسب است یعنی راضی بودم از انتخاب کنن اوکی also sie wurde tatsächlich gefragt wo sie sich vorstellen könnte zu leben und sie hat gesagt da wo es gut ist das was sie für mich als angemessen betrachten nehme ich gerne an und da wo sie ist sie jetzt auch sehr zufrieden danke wir haben jetzt noch mal drei Folien. Was sind das eigentlich? Welche Menschen sind dort gekommen, wenn wir auf den Journalismus schauen, die sich an der Umfrage beteiligt haben? Wir sehen auf dieser Grafik, in welchem Medienbereich die Journalistinnen, die sich beteiligt haben, an der Umfrage tätig waren. Der Großteil war beim Fernsehen, gefolgt von Radio und Zeitungen und auch einige Online-Medien. Interessant ist, dass wir bei den Menschen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, einen Großteil Reporter und aber auch viele Führungskräfte, also mit Führungserfahrung, mit Managementerfahrung hier im Exil sind oder zumindest diejenigen sind, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Und interessant ist auch, glaube ich, diese Grafik nochmal sieht, wenn man mal sieht, wie viel Berufserfahrung die Kolleginnen und Kollegen, die hierher gekommen sind, tatsächlich mitbringt. Das ist zum Teil wirklich langjährige Berufserfahrung und nicht irgendwelche Berufseinsteigerinnen, die mal gerade irgendwo begonnen haben. Shakila, ich finde eine Zahl besonders beeindruckend, das ist diese Zahl, wie viele weiterarbeiten wollen. Sie ist gleichzeitig vielleicht auch nicht überraschend, wenn man wegen seines Berufs ein Land verlassen muss. Aber es ist doch eigentlich trotzdem nochmal, finde ich, eine sehr, sehr, sehr starke Zahl. Du bist zwar 2016 gekommen, jetzt die Leute, die jetzt gerade kommen, müssen sich jetzt erstmal neu orientieren mit der Erfahrung seit 2016. Was brauchen JournalistInnen, um hier im Exil weiter tätig sein zu können. بسیار تشکر ما در سال 2016 وقتی که با آلمان آمدم در ما چون ژورنالیسموس وار ماین زیل نیشت نور آرباید دسویگن ایش ولته این دیزی برایش نو آرباید به این خاطر ما خواستم که هدف خدا باید اینجا برآورده بسازم با وجود که هیچ کس نمیخواه که همه چیز خود را رها کنه در یک کشور دیگه بیاید دوباره از صفر شروع کنه. Er sagt vielen Dank. Ich kam 2016 bereits, um mein Ziel weiterhin zu verfolgen, und das ist der Journalismus. Niemand möchte einfach die Zelte abbrechen, alles zurücklassen und nie wieder das tun, was man möchte. به خاطر که می‌خواستم به این هدفم دوباره برسم با وجود فشارهای روحی که داشتم در اینجا خواستم اول یک مقدار زبان بخوانم و آموزش زبان شروع کردم در کنارش با جاهای مختلف با رسانه‌های مختلف با نهادهای مختلف در تماس شدم که بتانم دوباره به کار خود آغاز بکنم Trotz psychischer Belastungen habe ich einen Sprachkurs absolviert und habe versucht, in den Beruf wieder reinzukommen und habe dadurch auch Kontakt aufgenommen zu Organisationen, die mir dabei helfen konnten, weiterhin im Journalismus tätig zu sein. Ma ba bisyar dushvari ba Alman amada budam az rahay khatarnak ba gune ghayr qanuni ba tiflaym va dar ham ke budam ba khabarnigaray ke inja ba rasana kar mikard dar tamas budam. Mit großen Schwierigkeiten und unter großen Gefahren bin ich hierher gekommen mit meinen Kindern durch illegale Wege, um eben dieses Ziel zu verfolgen und weiterhin zu arbeiten.
و خوشبختانه همکارای ما که در آلمان هم دوستایی که بودن اونام تلاش داشتن به نحوی به ما کمک بکنن. Glücklicherweise konnten auch KollegInnen, die schon in Deutschland waren, mir helfen, dieses Ziel zu erreichen. سرانجام ما با دوچه ویلا تماس گرفتم و برام یک شانس پنج ماهی پرکتیکام مساعد شد. Im Endeffekt habe ich die Deutsche Welle kontaktiert und die haben mir ein Praktikumsangebot gemacht und ich bin dort gelandet. در یک سال ما چون اسناد نداشتم ما نتونستم که به کار آغاز کنم چون اجازه کار نداشتم. Ich hatte keine Dokumente und habe ein Jahr warten müssen, wieder arbeiten zu dürfen. اما بعد از یک سال وقتی ما اجازه کار به دست آوردم بر من با وجود که همه فکر میکردن که بسیار مشکل است ما در دارمشتاد زندگی میکردم باید در بن کار میکردم و هر روز میرفتم. Ja, nach einem Jahr habe ich die Dokumente bekommen und alle haben gesagt, dass es fast unmöglich ist, weil sie in Darmstadt wohnt und jeden Tag gependelt ist, um in Bonn zu arbeiten. مگر ما گفتم ما ایره میتونم شفن کنم. Aber ich habe gesagt, ich schaffe das. و بالاخره توانستم در پنج ماه هر روز از دارمشتاد تا بن بیایم و کار بکنم. Und zum Schluss habe ich es geschafft, jeden Tag von Darmstadt nach Bonn zu pendeln, um zu arbeiten. و بسیار خوش بودم همکارایم در دوچه ویلا مرا بسیار حمایت کردن و توانستم که با کار آشنا شوم در اینجا تجربه که اینجا داشتن از اینا بیاموزم و بالاخره توانستم که بازم برای افغانستان و مردم افغانستان در کل برای آزادی بیان کار کنم. Ich bin sehr glücklich, dass meine Mitarbeiterinnen in der Deutschen Welle mich unterstützt haben, mir geholfen haben, auch die hiesigen Perspektiven kennenzulernen und weiterhin mich für die Presse- und Meinungsfreiheit einzusetzen und dafür zu arbeiten. و برای کسایی که تازه آمدم اگر این شانس ها مساعد شوه که اونا بتانن اول زبان بیاموزن و برشان شانس برابر شوه رسانه‌های معتبری که اینجا هستن و برشان برنامه های آموزشی برگزار بکنن اونا میتونن که یک یا یک رسانه یا یک وبسایت را ایجاد بکنن و کار بکنن. Es wäre sehr schön, wenn diejenigen, die jetzt frisch ankommen, auch diese Chance bekommen und zum Beispiel zunächst einmal einen Sprachkurs besuchen können und anschließend eben auch Trainingsprogramme bekommen, dass sie in ihrem Beruf bleiben. Und man könnte vielleicht auch eine Website für sie aufbauen, ein Medium, dass sie weiterhin tätig sein können. شما گفتین که اکثرشان کسایی هستند که در تلویزیون ها کار کردن در سطح رهبری بودن کسایی که آمدن اونا میتونن اینجا دوباره به کار خود ادامه بدن ما خبرنگارای زیادی در تبعید داشتیم که اینجا کار کردن مثال زنده شمیل جان هاشمی است که همینجا هستند و سالاست در آلمان به مردم کار میکنن و صدای اکثر مردم هستند اینجا و اونا همی تلاش ها را کردن تا آله بر مردم کار میکنن بر آزادی بیان کار میکنن و دیگران میتونن در این راستا کار کنن و به حمایت ضرورت دارن. Wie Sie an den Statistiken gesehen haben, sind die meisten, die hergekommen sind, TV-JournalistInnen und haben auch auf Führungsebenen gearbeitet, also Menschen, die das leisten können. Und ein solches Beispiel haben wir auch im Publikum sitzen, Frau Hashimi, die aus Afghanistan kam, in Deutschland jetzt tätig ist und wirklich die Stimme erheben kann für die Community, die hier ist in Deutschland und gleichzeitig auch für die Rede- und Meinungsfreiheit in Afghanistan steht. برنامه‌های آموزشی داشت دیر دوچه میدیا مخر که حمایت میکرد از خبرنگارا در گذشته من که تازه آمدم امرای مام تماس گرفتن من میخواستم در او شرکت کنم خوشبختانه بر من شانس در دوچه ویل مساعد شد و او برنامه بسیار مفید بود به اکثر خبرنگارای که من میشناسم با حمایت امین هادای رسانه ای در آلمان توانستن در رسانه مختلف ایجا کار بکنن. Ja, es gab Unterstützung und Trainingsprogramme von den neuen deutschen MedienmacherInnen. Und da hat Frau Ibrahim Kehl eben auch einen Kontakt gehabt zu denen. Und dann hat sie aber die Chance bekommen, in der Deutschen Welle zu arbeiten, ist darüber gegangen und sagt, dass es eben diese Chancen geben muss für JournalistInnen. بر از اونا برنامه های آموزشی برشان را اندازی کرده و اونا روزانه امرای ما کار میکنن کسایی که تازه از افغانستان آمدن ما از تجارب از اونا میاموزیم و کسایی که اینجا هستن تجارب خود با اونا شریک میسازن و از اونا شامل کار شدن و دمی راستا کار میکنن. Sie sagt, wir hatten auch in der Deutschen Welle die Möglichkeit, die KollegInnen von vor Ort hierher zu holen
Und jetzt lernen wir täglich von Ihren Perspektiven, die Sie mitbringen. Umgekehrt lernen Sie unsere Arbeit kennen, die wir in Deutschland für Afghanistan tun. Und das ist halt eine große Gelegenheit. Und sowas sollte fortgesetzt werden. Mhm. Danke, Shakila, für diese Erfahrungen und ja, auch den beeindruckenden Weg, den du jetzt beschrieben hast. Und ich fand einen Punkt interessant zu hören, auch so den Wunsch oder die Idee, ja, dass es schön gewesen wäre, jetzt Strukturen zu haben, wo man anknüpfen hätte können, um vielleicht Medien unterstützen zu können, gerade weil wir ja so viel profunde Berufserfahrungen sehen. Und deswegen will ich an der Stelle vielleicht auf eine Initiative hinweisen, die die Reporter ohne Grenzen jetzt im März gestartet hat. Die haben wir eigentlich, würde ich sagen, aus der aktuellen Kriegs- und Krisensituation Ukraine-Russland gestartet, aber die ist eigentlich nicht zu denken ohne auch, sage ich mal, ohne Afghanistan. Ein Fonds, den wir gegründet haben, JX Fund nennen wir den, Journalismus, Europäischen Fonds für Journalismus im Exil, den haben wir gemeinsam mit der Rudolf-Augstein-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung initiiert. Ein Fonds, mit dem wir genau diese ankommenden Erfahrungen und Kompetenzen, Ideen auch, die es gibt, ganz konkrete Ideen für hierher flüchtende Medienschaffende, nicht nur Hilfe beim Überleben, das machen wir, sage ich mal, in unserer normalen Nothilfearbeit, sondern beim Schaffen Hilfe geben wollen, Unterstützung geben wollen, beim Unterstützen bei der Gründung von Medien, bei der Weiterarbeit von Medien, die hierher geflüchtet sind. Und das ist einerseits entstanden ganz stark aus dem Moment der Solidarität, aus dem Moment der Unterstützungsbereitschaft in der deutschen Gesellschaft, aber auch in anderen europäischen Ländern mit Geflüchteten aus der Ukraine, mit hierher fliehenden Journalistinnen aus Russland. Aber für uns ist dieser Fonds nicht zu denken, sage ich mal, ohne Afghanistan und viele andere Krisen, die wahrscheinlich auch noch kommen werden, weil wir eigentlich sehen, da ist Potenzial, da ist Bereitschaft. Und dieser Fonds haben wir jetzt die ersten Medien aus Russland, die geflüchtet sind, nach Deutschland, aber auch in andere Länder unterstützt. Aber es ist uns auch ganz wichtig, dass wir in diesem Jahr auch die ersten Unterstützung für afghanische Medienprojekte geben wollen, weil das sind nicht irgendwelche namenlosen Zahlen, die in Statistiken ja auftauchen, sondern das sind professionelle Kolleginnen und Kollegen wie ihr hier, und die wollen wir stärken, um auch hier im Exil ja diese Weiterarbeit ermöglichen zu können. Und insofern will ich an der Stelle darauf einfach nochmal hinweisen. Sie finden da auch mehr Informationen auf unserer Webseite, aber auch auf der extra Webseite dieses Fonds, JX Fund, jx-fund.org. Nathalie, ein Punkt noch mit Blick auf diese vorerst letzte Folie. Wir haben auch noch mal so gefragt, was sind die größten Sorgen seit der Ankunft in Deutschland der Journalistinnen und Journalisten hier in Deutschland? Und ja, die größte Sorge, die viele der Menschen, die teilgenommen haben an unserer Befragung, ist die Sicherheit ihrer Familien in Afghanistan. Was heißt das, wenn man es mal ganz konkret sagt, eigentlich für ein mögliches Aufnahmeprogramm, was ja vergangene Woche der Haushaltsausschuss des Bundestags der Bundesregierung mit auf den Weg gegeben hat? Du hast dich ja dazu auch immer mal wieder geäußert. Na, zuallererst wünsche ich mir natürlich, dass auf die Worte Taten folgen, weil bisher gab man immer irgendwelche Versprechungen, sprach von humanitären Aufnahmeprogrammen, und seit die neue Bundesregierung da ist, die ja sehr viele Versprechen gegeben hat, ist nichts geschehen. Und sämtliche Härtefälle liegen immer noch im Bundesinnenministerium, werden nicht bearbeitet und werden einfach blockiert, auch wenn das Auswärtige Amt das Ganze schon positiv bewertet hat. Und diese Informationen haben wir, hakt es im Bundesinnenministerium. Jetzt gab es ja auch eine Veranstaltung mit NGOs und dem Bundesinnenministerium und dem Bundesaußenminister mit Innenministerin Fräser und Frau Baerbock. Und naja, es waren wieder sehr viele Worthülsen, es klang alles wunderbar, es klang nach sehr viel Empathie und Sympathie, aber danach ist nichts passiert. Ich habe selber einige Fälle im Bundesinnenministerium, auf deren Entscheidung ich warte, und es geschieht nichts. Insofern
Ja, klingt erstmal gut, 25 Millionen Euro. Nur muss man dann auch schauen, das ist ja runtergerechnet auf, man sagt dann pro Jahr ungefähr 5.000 Personen. Gestern habe ich auch mit Theresa Breuer gesprochen, die gerade aus Afghanistan zurückkommt. Die sagt, und sie ist ja eine der Hauptinitiatoren von Kabul Luftbrücke, wir können das Ganze auch günstiger machen und mehr Leute bringen. Also das wäre auch nochmal eine Sache, dass wir das nicht begrenzen auf 5.000 Menschen, sondern es brauchen mehr als 5.000 Afghanen gerade unsere wirklich sofortige Unterstützung. Es sind sehr, sehr viele Menschen in Gefahr, gerade vor Ort. Und ich plädiere auch dafür, dass es Visa on Arrival gibt und nicht diese Tortur über Pakistan und Iran gemacht werden muss. Denn die Menschen hängen fest, sie warten erstmal wochenlang in Afghanistan, monatelang teilweise, bis sie ein pakistanisches Visum ausgestellt haben. Denn die Pakistaner spielen da jetzt auch ihre politischen Spielchen und stellen eben keine Visa mehr aus. Und insofern haben sie erstmal monatelang Angst, dass überhaupt ein pakistanisches Visum ausgestellt wird, wenn sie überhaupt ein Taskara oder Pass haben. Das ist dann auch nochmal ein Problem, wenn sie überhaupt gar keine Papiere haben, weil wer stellt jetzt die Papiere aus? Die Taliban. Insofern, man läuft ja nicht dem Feind in die Hände. Also das ist das erste Problem. Dann das zweite ist die Ausreise über Drittländer, dass da einfach das verkürzt werden muss. Warum? Also warum sollen diese Menschen, die so schon traumatisiert sind, diese Tortur über Pakistan machen und dann wieder in Pakistan wochenlang warten auf einen Termin bei der Deutschen Botschaft? Und ich meine, wenn das nicht die GIZ organisiert, wenn die Menschen keinen Zugang haben zu GIZ und jetzt nicht zu uns und zur Kabul Luftbrücke, dann warten die wirklich ein Jahr auf ein Visum. Und ich meine, dann läuft das pakistanische Visum wieder aus und sie sind vielleicht auf irgendwelche Umwege nach Pakistan geflohen und müssen wieder zurück über die Grenze. Ich habe da gerade zwei Fälle, eine sehr bekannte Journalistin, wenn die zurückgeht über die Grenze nach Pakistan, nach Afghanistan, wird sie verhaftet. Aber ihr Visum läuft aus und sie kriegt keine Antwort. Also insofern Visa on Arrival, keine Tortur mehr, auf Worte müssen Taten folgen. Und ich sehe leider, ich mache normalerweise nicht diese Differenzierung zwischen Männern und Frauen, weil Mensch ist Mensch, aber die Frauen in Afghanistan haben alles verloren. Und ich bin der Meinung, dass die Frauen in der Evakuierung definitiv priorisiert werden müssen, weil sie auch nicht nur von den Taliban bedroht werden, sondern auch von der patriarchalischen Gesellschaft und von den Männern, die jetzt mit den Frauen Payback-Time machen und abrechnen. Und auch Männer, die nicht Teile der Taliban sind, die trotzdem patriarchalisch sehr konservativ aufgewachsen sind, noch nie ihnen gefallen hat, dass Frauen arbeiten, dass sie selbstständig sind, ihr eigenes Geld verdient haben. Die sagen jetzt so, jetzt kommst du zurück nach Hause an den Herd, du hast keine Rechte mehr, du bleibst hier, du trägst die Burka. Und ich finde, dass wir in erster Linie diese Frauen rausbringen müssen. Danke. Vielleicht da noch ganz kurz ergänzt, aus Sicht von Report und den Grenzen. Wir haben selber an dem Gespräch, auch mit dem erwähnten Gespräch mit Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesinnenministerin Faeser gemeinsam mit vielen anderen Organisationen teilgenommen. Und da wurde tatsächlich viel versprochen und vor allen Dingen wurde besprochen, dass die praktischen Erfahrungen, die wir alle gesammelt haben in den vergangenen Wochen und die, glaube ich, für alle Organisationen eine Überlastung waren, dass die einbezogen werden sollten. Und da ist, muss man ganz ehrlich sagen, nichts passiert bislang und wir hoffen, dass jetzt vor allen Dingen, wenn dieses Programm aufgesetzt wird, dass endlich dieses Versprechen auch eingelöst wird, diese Erfahrungen einzubeziehen, denn die sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und um das nochmal klarzustellen, wir haben in der vergangenen Woche im Bundestagshaushaltsausschuss einen Beschluss gehabt dazu, aber wir haben noch kein Aufnahmeprogramm. Die Bundesregierung ist jetzt aufgefordert, aber es gibt Menschen in Afghanistan, die dort sitzen, die jetzt in einer Notsituation sind und die nicht auf ein Aufnahmeprogramm warten können. Und das Aufenthaltsrecht, das muss man, glaube ich, noch mal kurz auch erklären für diejenigen, die sich nicht täglich mit Aufenthaltsrecht beschäftigen, was vermutlich die meisten sind, sieht schon jetzt die Regelung von Härtefällen vor. Aber Härtefällen werden nicht bearbeitet. Und da muss man vielleicht mal, um Ihnen mal einen Fall zu schildern, die im Moment nicht bearbeitet werden und wo wir fragen, wie hart muss ein Härtefall sein, um es mal zuzuspitzen. Es kann aus unserer Sicht nicht angehen, dass eine von uns unterstützte, hochgefährdete afghanische Journalistin aus einer sehr konservativen ländlichen Region im Herzen einer von den Taliban dominierten Provinz mit einem neugeborenen
Kind zurück nach Afghanistan kehren muss, wo sie aktiv gesucht wird, weil ihr Visum im Land, in dem Drittland, wo sie Schutz gesucht hatte, ablief. Und das ist einer jener Härtefälle, die sozusagen unbearbeitet sind und die nicht eigentlich auf einen warten können, auf ein Aufnahmeprogramm, was auch nicht übermorgen kommen wird oder auch nicht übernächste Woche, wenn der Bundestag hoffentlich diesen neuen Haushalt beschließt. Und es wird so deutlich, wenn man Anrufe von diesen Menschen bekommt, die dann sagen, ist es entschieden? Gibt es schon eine Antwort? Und sie haben wirklich Angst, ihre Stimme zittert. Und das ist dadurch, wenn man dann so eine Nähe zu den Menschen aufbaut und wirklich eine Ahnung bekommt von ihrem Leid und von ihrer Not, dann ist es so ein ganz anderes Verhältnis, als wenn irgendwelche Abgeordnete irgendwas bestimmen und es ist so weit weg. Am liebsten hätte ich ganz gern mal den ganzen Bundestag für eine Woche in Afghanistan, damit sie verstehen, um was es eigentlich geht. Ja. Mhm. Ja, und deswegen sind, glaube ich, 4 Punkte aus unserer Sicht ganz wichtig. Es sind wichtig, wir brauchen verschiedene Zugangswege hier ins Exil nach Deutschland. Es braucht Landesaufnahmeprogramme, die über die Bundesländer geregelt werden. Es müssen diese Härtefälle, die wir gerade erwähnt haben, die müssen berücksichtigt werden und die müssen schnell bearbeitet werden. Es muss Familiennachzug möglich sein. Und diese Härtefälle, von denen ganz viele unbearbeitet dort liegen, die dürfen vor allen Dingen auch nicht auf das Programm angerechnet werden. Ich würde gerne zu diesem Aufnahmeprogramm, bevor wir es auch noch mal in die, ich die gerne für Ihre Fragen öffnen würde, würde ich gerne auch noch mal Ihre Gedanken, eure Gedanken, Mobina, Shakila, dazu hören, wenn ihr diese Diskussionen hört über das Aufnahmeprogramm in Deutschland. Was geht euch dabei durch den Kopf, hier im Exil seiend? Mobina. Für mich, Shakila. تولد قسم آمد که همگی میخواست بیایه به حداقل یک کشور بیرونی بیایه وقتی ما آمدم آلمان با یک ویزه 3 ماه آمدم و بعد از ختم ویزه 3 ماه قرار شد برای ما تمدید ویزه 3 ساله داده شود که ما هنوز رو دریافت نکردیم در این جریان شیوه قسم است که وقتی شما 3 ماه ویزه دارین کمک های دولت آلمان میگیرین اما وقت ویزه تمدید نمیشه یک وقفه میه شما کمک ها رو دریافت نمیکنین و برای کسی که تازه میایه یک مشکل است Sie erzählt von ihren persönlichen Problemen, sagt, als sie nach Deutschland kam, da hatte sie nur ein 3-monatiges Visum und das sollte dann verlängert werden, aber das hat erstmal nicht funktioniert und dann ist das Problem, wenn man natürlich ohne Visum dasteht, dass man keine Hilfen bekommt, keine Unterstützung bekommt und ich denke, dass das die Antwort war. Vielleicht gab es ein kleines Missverständnis. Okay, es kommt. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch darum geht, wo man wohnt, wo man sich aufhält. خانواده‌های افغان معمولاً از 2 تا 5 تا 6 تا 8 نفر هم یک جای زندگی میکنن ولی اکثرشون در آیم هستن حتی آدم یک آیم هم نمیمانن بعد از جنگ اوکراین آمدن مهاجرین اوکراینی در آلمان مشکلات را برای کسایی که قبلا از افغانستان آورده شده برای از اونا هم ایجاد کرده نبودن خانه نبودن یک مسکن دائمی باعث شده که اونا کورس‌های زبان دوام نتن فرزندایشان به مکتب نرن و ایام میتونه که برای سرنوشتی یک خانواده برای ماهایی که طول میکشه یک مشکل کلان باشه Also erzählt über die Schwierigkeiten, die afghanische Flüchtlinge in Deutschland haben. Es sind große Familien und dann für die jeweils einen Wohnraum zu bekommen, ist nicht einfach. Und dann kam der Krieg in der Ukraine dazu, der hat die Situation natürlich nochmal erschwert, dass afghanische Flüchtlinge hierher kommen und entsprechend diese ganzen Möglichkeiten und Hilfen bekommen. سوال دیگه که همیشه خبرنگارا داشتن خصوصا در جلسات قبول دائمی یا تمدید ویزه دائمی بر زینا بوده که هنوز هیچ پاسخ را دریافت نکردن مثلا گفته شده طبق قانون کشور آلمان اینا بعد از 5 سال تا 7 سال میتونن که اینا یک نگرانی های هست که وقتی کسایی میان در تبعید در اینجا فکر میکنن که آیندهشان چی خواهد شد سوالات است که هنوز به پاسخ مانده و نیاز است که یک جواب قناعت بخش بر اونا که در اینجا زندگی میکنن داشته باشه یا auch bei den Journalistinnen die jetzt im Exil sind ist es genauso im Prinzip sind sie verhaftet in dieser Bürokratie und ich glaube das ist ein wichtiger Punkt ne zu zeigen dass diejenigen Menschen die hierher kommen mit ganz anderen Problemen behaftet sind als sich im Prinzip Gedanken zu machen großartig ne sie sind mit der täglichen Bürokratie überfordert fast
Shakila. کوتاه میخوایم بگویم در شهرهای مختلف آلمان ما که با کسایی که تخلیه شدن در آلمان امی قانون یا برخورد با امی مهاجرین که تازه آمده یا با افغانان که تازه آمده متفاوت است. Also ich sage, dass auch der Umgang mit Flüchtlingen, die hierher gekommen sind, sich unterscheidet in den verschiedenen Gemeinden und Städten. در بعضی جاها اونا تانستن زودتر در خانه به دست بیارن کورسای زبان برشان داده طفلایشان به مکتب رفته در بعضی شهرها. Also in einigen Städten konnten sie relativ einfach eine Wohnung bekommen und auch einen Sprachkurs. و شهر یا محل که زندگی میکنن تانسته اونا را بیشتر حمایت بکنه. Ja, und die jeweiligen Gemeinden und Städte haben es dann teilweise geschafft, sie besonders gut zu unterstützen. اما در برخی جاها کسایی را که دمی روند تخلیه بیرون شدن با ماها بی سرنوشت بودند در کمپ های بزرگ زندگی میکردن کارت بیمه نداشتن طفلایشان مکتب نمی رفته که با اونا ما در تماس بودیم بعض دوستا و همکارای ما که از افغانستان آمده بودن و ما تا جایی که تانستیم با برخی نهادها تماس گرفتیم که بتانن از اونا حمایت بکنن حداقل سرنوشتشان معلوم شود. Viele andere, die auch evakuiert wurden, ganz offiziell, hatten dann im Prinzip größere Probleme, kamen in Regionen, wo sie in großen Camps, in Flüchtlingslagern leben mussten. Und dann hat Shakila persönlich Kontakt aufgenommen zu verschiedenen Organisationen, die helfen können, um diese Lage halt zu verbessern. بعد از بحران اوکراین که تعداد مهاجرین زیاد شد نهادهای مختلفی که به مهاجرین یا به کسایی را که تخلیه کرده بودند به آلمان اونا مصروف بیشتر مصروف شدند به او خاطر مشکلات زیادی به کسایی که از چند ماه پیش آمده بودند واقعا به میان آمد. Ja, und dann mit dem Einsetzen der Ukraine-Krise hat sich diese Lage natürlich noch mal verschlechtert, weil eben auch die Flüchtlinge der Ukraine versorgt werden mussten und die Lage sich dieser afghanischen Flüchtlinge nochmal zugespitzt hat. Ja, vielen Dank. Viele der von Reporter ohne Grenzen hier im Exil unterstützten Journalistinnen und Journalisten haben ja auch noch Angehörige, Familien in Afghanistan. Das klingt ja in der Umfrage durch. Und was auch, glaube ich, nochmal wichtig ist zu betonen, die Taliban haben auch, wenn man so sagen kann, digital und technologisch aufgerüstet. Und deswegen ist auch die Sorge auch so groß, gerade weil auch digitale Überwachung, digitale Kontrolle immer wichtiger zugenommen hat. Und insofern ist für uns als Organisation ist auch wichtig, einerseits natürlich hier im Exil Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, aber ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt bei uns ist ja auch die digitale Sicherheit. Wir haben einen sogenannten digitalen Helpdesk. Wir bauen unsere eigenen digital-forensischen Kapazitäten auf, machen im Juni werden wir ein digital-forensisches Labor starten, wo wir selber digital-forensische Untersuchungen machen können. Aber wichtig ist digitale Selbstverteidigung für die Familienangehörigen, die dort im Land sind. Und deswegen will ich abschließend noch auf ein Projekt hinweisen, was wir vor kurzem veröffentlicht haben in Dari, Pashto und Englisch, also in drei wichtigen Sprachen. Das Ganze ein Digital Care Guide für afghanische Medienschaffende, der auch online zu finden ist und in dem wir ganz gerne ein Handbuch eigentlich mit basalen Basistechniken zu Selbstverteidigung im Netz mit einführenden Texten und sehr praktischen Tipps zu IT-Sicherheit geben in den Sprachen, die dort maßgeblich gesprochen werden. Und jetzt würde ich gerne Ihnen hier im Publikum, aber auch online die Möglichkeit geben, online nicht bislang, Fragen zu stellen. Gibt es hier im Raum erst einmal Fragen? Ja, gerne. Können Sie sich kurz vorstellen mit dem Mikrofon? Ja, mein Name ist. Hallo? Ja. Mein Name ist Sirus Salimi Asl. Ich arbeite fürs ND. Ich wollte mal wissen, es gibt so ein Ungleichgewicht bei der Umfrage, bei denen, die befragt wurden, zwischen Dari und Pashto. Ist das ein Zufall oder ist das ein Muster? Ich gehe davon aus, dass es kein Zufall ist, weil 101 waren, glaube ich, Dari-Sprecher. Mhm. Da kann gerne, glaube ich, meine Kollegin Katja Heinemann, die unsere Teamleiterin Nothilfe und Stipendien, was zu sagen, wenn die ein Mikro kriegt.
Ja, ich würde sagen, die Hauptumgangssprache während der Evakuierung und im Austausch war auf jeden Fall Dari. Trotzdem ist auch sehr viel Unterstützung auf Paschtu gelaufen. Ich würde noch mal sagen, dass die Umfrage jetzt von allen Personen, die in Deutschland neu als Journalisten, Journalistinnen evakuiert worden sind, ausgefüllt worden ist. Also es sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die Reporter ohne Grenzen evakuiert hat. Und da war die Wahl einfach, also ein Teil hat es auch auf Englisch ausgefüllt, aber das war die persönliche Wahl. Mhm. Noch eine Folgefrage? Ja, genau. Die Frage war eher, ob das auf die Herkunft der Leute, die angekommen sind, schließen lässt, nicht wie die jetzt den Fragebogen ausgefüllt haben, sondern ob das eher Leute waren, die aus dem Norden oder aus dem Westen des Landes kommen oder aus dem Süden eben weniger. Das war eher die Frage. Der Hintergrund der Personen, die hier angekommen sind oder die diese Umfrage mitgemacht haben. Katja, magst du da auch noch? Da werden wir online eine Folie haben. Da haben wir auch die Provinzen erfasst aus Afghanistan, wo die Leute herkommen. Wir haben nicht die Ethnie erfasst, ist auch so nicht gängig. Wir haben gefragt, ob sie sich als Minderheitenstatus selbst identifizieren. Wir können sagen, dass eigentlich natürlich Kabul, Mazar und Herat als Städte hauptsächlich vertreten waren, dass aber auch natürlich Leute, die aus Provinzen, paschtunisch sprechenden Provinzen, teilweise dann auch aus Kabul ausgereist sind, weil sie sich dort beruflich aufgehalten haben. Also es ist schon sehr gemischt und ja, das wird dann online auch zur Verfügung stehen. Mhm. Gibt es hier im Raum weitere Fragen oder im Stream? Shamila, hier vorne. Nee, wir brauchen für den Stream, müssen wir es mit Mikro machen. Okay, danke schön. Danke erstmal für die tolle Veranstaltung. Endlich, als Natalia gesagt, wir sind Leute, dass wir über uns sprechen. Aber die Frage, wir wissen alle, wie die Lage ist und nur darüber zu sprechen und über die Probleme zu sprechen, eigentlich ist nicht reich. Und wir wissen alle, das ist, was BMZ macht oder Auswärtiges Amt. Täglich, wir sind zum Beispiel, ich persönlich täglich mit vielen, vielen JournalistInnen in Afghanistan in Kontakt. Mhm. Was sie uns schicken und was sie uns erzählen und von allen Frauen und auch Männern, wie es weitergehen soll. Ich meine, wenn sie zum Beispiel, wenn fast ein Jahr hier und niemand hat wirklich was gemacht und getan und wir reden täglich darüber, wenn zum Beispiel die BMZ nichts, eine Schritte weiterhin geht oder Auswärtiges Amt, Reporter ohne Grenzen und auch andere Initiativen und Organisationen, die damit beschäftigt sind. Was ist der nächste Plan? Was ist der Plan B? Wollen wir nur gucken und wie es weitergeht eigentlich? Mhm. Kann ich ja vielleicht noch mal kurz was sagen. Also für Reporter ohne Grenzen ist natürlich Afghanistan, also nicht nur das Beschreiben, sondern auch das Handeln natürlich ganz wichtig. Deswegen haben wir zum Beispiel den Aspekt unter dem Aspekt Selbstverteidigung, das ist ja ganz wichtig, die Situation vor Ort, über das Exil zu reden, ist wichtig. Und gleichzeitig sind ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die dort im Land sind, von denen wir Unterstützungsrufe, Hilferufe bekommen, muss ich nicht sagen, aber wo wir im Moment ehrlich gesagt wenig machen können, weil wir eigentlich auf Möglichkeiten, wir können ja auch nicht zaubern, so, wir können auch nicht Aufnahmeprogramme herbringen. Insofern versuchen wir natürlich auf der politischen Ebene einmal sozusagen uns für genau diese Punkte, die wir gerade genannt haben, diese vier Punkte, die Flexibilität von Aufnahme einzusetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens nochmal diesen JX-Fund, den ich vorhin erwähnt habe, als eine gemeinsame Initiative von Reporter ohne Grenzen mit der Schöpflin-Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung. Die Idee ist, dass wir dort Anschubfinanzierung geben oder Seed-Funding auch hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte für interessante afghanische Medienprojekte. Das kann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber die Idee ist es, dass wir sozusagen einen Anschub ermöglichen, um Strukturförderung zu geben und nicht nur bei einzelnen Menschen stehen zu bleiben, weil wir gesehen haben, was ja für ein Potenzial da ist. Und da sind viele Ideen von afghanischen Medienprojekten. Das ist zumindest das, was wir machen als Organisation Reporter ohne Grenzen. Das kann ich so dazu sagen. Und ich hoffe, dass wir den Journalismus hier im Exil mit ein bisschen vielleicht stärken können. Gibt es hier weiter? Ja. Mit Mikro bitte und kurz vorstellen.
Dankeschön. Andrea Marschall, Deutsche Welle Akademie. Ich finde das super, die Aktivitäten, die ihr schon macht und auch den JX-Fond. Meine Frage wäre, habt ihr den Eindruck, dass die traditionellen deutschen Medien, ich sag mal die Mainstream-Medien in Anführungszeichen, dass die offen sind, um Exiljournalistinnen in irgendeiner Form reinzunehmen? Mhm. Was ihr macht, ist ja mehr, so wie ich es verstehe, Menschen zu unterstützen, die hierher kamen, dass sie selber gründen und sich journalistisch äußern. Was ist mit den Medien, die wir hier schon haben? Seht ihr da eine Offenheit? Mhm. Ja, ist eine ganz wichtige Frage. Also der mit dem Fonds, mit dem JX-Fund wollen wir ja gar nicht mal sozusagen die Integrationsperspektive unbedingt stärken. Das machen Akteure wie Neue Deutsche Medienmacherinnen, sondern wir wollen ja eigentlich sozusagen Redaktionsstrukturen von Medien hier im Exil für Afghanistan, für Russland, für Ukraine, für Belarus, für Myanmar, was weiß ich, stärken. Insofern ist das einmal sozusagen eine ganz, ganz wichtige Differenzierung bezogen auf das, was wir mit dem Fonds machen. Ich muss schon sagen, sozusagen trotzdem auf die Frage von Aufnahmebereitschaft, ich habe den Eindruck, sozusagen die Welle der Hilfsbereitschaft, der Unterstützungsangebote in deutschen Medienhäusern, für Journalistinnen und Journalisten, sie hier aufzunehmen, aber das ist eine ganz andere Integrationsarbeit, ist jetzt im Moment im Zuge des Kriegs in der Ukraine, den Russland begonnen hat, anders als mit der Lage in Afghanistan. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wäre ein guter Ansatz, wenn sich die Journalistinnen und Journalisten in Deutschland stark machen dafür, dass unsere Medienhäuser ein bestimmtes Kontingent an afghanischen Journalistinnen und Journalisten übernehmen. Und zwar verpflichtend. Das wäre eigentlich, also ich kann das mal angehen, ich bin in keiner Führungsposition, ich bin selber auch frei bei der ARD, aber ich finde, das ist ein guter Ansatz, weil wir sprechen immer nur darüber, dass wir so solidarisch sind und dann ziehen wir uns vielleicht eine Maske an, aber das ist alles, das ist nur eine Symbolpolitik. Wir müssen wirklich in die Taten gehen und ich werde das mal ansprechen. Kann ich kurz sagen? Ja, gerne. Man bekomme ein Buch im Deimaurat, dass ما به عنوان خبرنگارایی که در بیرون از افغانستان کار میکنین رسانه‌های بین المللی که برای افغانستان کار میکنن مثل دوچه ویلا مثل بی بی سی مثل وی او ای ما آل مسئولیت ما چند برابر شده ما باید که مسئولیت پذیر باشیم آله Ich möchte sagen, dass wir JournalistInnen, die wir im Ausland sind und für große internationale Sender wie die Deutsche Welle, für Voice of America oder die BBC arbeiten, jetzt im Prinzip noch mehr Verantwortung tragen und etwas tun müssen. کسایی که در بیرون از افغانستان فعلا هستن قسمی که دوستا گفتن باید بیشتر حمایت شوند و آزادی را که اینجا دارن اونا میتونن درست موضوعات را اتفاقات را که در افغانستان و در سایر کشورها اتفاق میفته او را بتونن در موردش صحبت کنن مردم آگاهی بتن ما میفهمیم که در افغانستان دیگه مردم مجبور هستن صدای مردم باید به قسم به گوش جهان برسانند Diejenigen JournalistInnen, die jetzt im Exil sind, haben das Privileg der Rede- und Meinungsfreiheit und müssen ihre Stimme erheben und die Stimmen von dort im Prinzip auch hier nach Europa transportieren. Das ist eine große Aufgabe, die Sie da sehen. Vielleicht darf Nathalie? Ich da anschließen. Ich habe heute Morgen eine Journalistin in Afghanistan gefragt, was können wir denn für euch machen? Und sie hat mir diese Sprachnachricht geschickt und vielleicht sind Sie so lieb und werden sie übersetzen. Sehr gerne. So, vielen Dank, Frau Amiri. Meine Forderung an die internationale Gemeinschaft ist, dass unsere Stimme erhoben wird. Und alle Versprechen, die den Frauen in Afghanistan gegeben wurden, müssen eingehalten werden. Sie wissen, dass wir unter sehr schwierigen Situationen in Afghanistan leben und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, einen Ausweg zu suchen. Dass wir unsere Arbeit dort fortsetzen können. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mhm. Sie zählen auf uns. Sie haben niemanden mehr. Und das...
Und das ist, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen. Und deswegen ist es auch heute uns diese Veranstaltung wichtig, ja, hörbar zu machen, diese Stimmen. Es ist uns aber auch wichtig, im politischen Raum diese Stimmen hörbar zu machen. Insofern will ich, vergangene Woche war im Bundestag eine Anhörung, die es im deutschen Parlament gibt, für diejenigen, die es nicht kennen, zu Themen, wo es auch um das Thema Exilmedien ging. Der Impuls dort war eigentlich, über das Thema Russland-Belarus zu sprechen. Aber uns war es wichtig und erfreulicherweise ist der Bundestag unserem Vorschlag auch gefolgt vergangene Woche, dass dort auch ein Kollege aus Afghanistan gesprochen hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das nicht isoliert betrachtet. Wir haben nicht gerade einen Krieg in Russland, wir haben generell ein Potenzial von Exiljournalistinnen und Exilmedien. Und das ist einfach wichtig. Wir sehen das zusammen und das ist uns wichtig. Es gibt hier weitere Fragen. Zwei, waren Sie hier erst? Und dann, ja, und dann. Jetzt gibt es gerade Streit ums Mikro. Sham Smail von der Deutsche Welle Akademie. Ich werde meine Frage auf Dari stellen an Frau Sai und ich bitte um Übersetzung. Khanum Sai, ma shoma dar barabar yak vayrane qarar darim. Wir stehen gegenüber einer Ruine in Afghanistan. Genau. در افغانستان همه چیز ویران شده اما چیزهای دیگه هم هنوز هست که در اونجا نفس میکشن نیمه جان نفس میکشن In Afghanistan wurde sehr viel zerstört, aber es gibt noch vieles, das atmet und das noch lebt. و اونا به زنده ماندن نیاز دارن. همه کس ما نمیتونیم از افغانستان بیرون بکشیم. و هدف نهایی ما و شما همه می است که در افغانستان چیزی را زنده نگاه کنیم و شاید هم در آینده دوباره به کار بندازیم. Und es ist wichtig, das am Leben zu erhalten. Wir können nicht alle Menschen aus Afghanistan hierher bringen, aber es ist wichtig, genau das, was noch atmet, in Afghanistan am Leben zu erhalten. Und deshalb frage ich Sie, welche ganz praktischen Schritte können wir erheben, damit das, was noch ein wenig da ist, zur Hälfte existiert und zur Hälfte abgeschafft wurde, am Leben erhalten werden kann? Trotz dieser schwierigen Situation. Trotz der Schwierigkeiten. تشکر از آقای ماهل که لطف کردن موضوعی که ما میخواستم ادامه بدم پیشتر با سوالشون فرصت دادن که من این مسئله را یادآور شوم دقیقا بحث خبرنگاران در تبعید نیازهایی است که خبرنگارایی که بیرون از افغانستان است برشان چطور زمینه کار و زندگی جدید داده شده ولی ما در افغانستان دقیقا نسل جوان داریم و مردم را داریم که اونجا زندگی میکنن و اونا هم نیاز به کمک دارن ولی ما همگی را نمیتونیم از افغانستان بیرون کنیم ولی همگی حداقل در کار رسانی و اطلاع رسانی نیاز به این دارن که کمک شوند Ja, sie sagt, das ist genau das, was ich eigentlich vorhin auch sagen wollte und deshalb bedankt sie sich für die Frage. Es sind Menschen in Afghanistan und viele Jugendliche, viele Menschen, die mit diesen Freiheiten aufgewachsen sind. Und wir müssen unterstützen dabei, dass diese Menschen vor Ort arbeiten können. شما میدونید که طالبان در تلاش عزیزتان از زمانی که در افغانستان حکومت به دست گرفتن میخواین که به رسمیت شناخته شوند و میخواین که فعالیت های خود یا برخورد خود با مردم بسیار خوب نشان بدن و اونا هر روز به نحوه میخواین که از رسانه های افغانستان به عنوان یک منبع تبلیغاتی استفاده کنند البته به نفع خودشان Seit die Taliban in Afghanistan die Regierung übernommen haben, möchten sie auch Anerkennung. Und sie bemühen sich sogar um Anerkennung. Aber gleichzeitig schaffen sie es natürlich, die Medien immer mehr einzuschränken und im Prinzip als Sprachrohr und Propagandamedium zu nutzen. ما مردم را داریم که نیاز داره به اطلاعاتی که در رسانه ها در اختیارشان گذاشته میشه اونا باید حقشان از اطلاعات شفاف و اطلاعات دقیق اطلاعات را که واقعیت از برشان داده شده Und die Menschen in Afghanistan haben das Recht, transparente, offene und präzise Informationen zu bekommen. Wir haben junge Menschen an den Universitäten, die lernen, was Informationspolitik ist und wie man Journalismus betreibt. Und
Und wir haben natürlich auch Menschen vor Ort, die präzise Informationen brauchen. Aber leider ist die Situation nicht so, dass man tatsächlich offen und transparent Informationen vermitteln kann. حداقل چی کار میتونن؟ سازمان های بزرگ مثل کمیته خبرنگاران بدین مرز در آلمان و سازمان های بزرگتر که در جهان کار میکنن به حمایت از رسانه و اطلاع در کشورهای مثل افغانستان. Ja, und was können wir tun? Große Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und andere müssen sich dafür einsetzen, dass freie Information nach Afghanistan gelangt. بدین شک روابط وجود داره و مذاکرات، نشست‌ها، جلسات، فشارآوردن‌ها به نحو بالای طالبان هست که باید طالبان شرایط جامعه جهانی را قبول کنه، نه اینکه جامعه جهانی شرایط طالبان و چیزی را که بالای مردم وضع میکنه. Es gibt Möglichkeiten durch Konferenzen, durch Bedingungen, die man ihnen stellt, die Taliban dazu zu bringen, die Bedingungen der internationalen Gemeinschaft anzuerkennen und nicht umgekehrt, dass die Taliban ihre Bedingungen uns aufoktroyieren. خواست ما این است که به طور جدی سازمان ها و خصوص کمیته و دولت آلمان زمانی که با طالبان صحبت می کنند روی مسائل مختلف یک بحث اطلاع رسانی دقیق و حمایت از اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان باشه. Und meine Forderung ist deshalb, dass wenn man mit den Taliban redet, ganz klar eine Bedingung ist freier Zugang zu Informationen in Afghanistan. حمایت از رسانه‌هایی که فعلا کار می‌کنند در سخت‌ترین شرایط با سانسور، با تهدید، با مشکلات اقتصادی. Und die Unterstützung der Medien, die jetzt gezwungen sind, unter Zensur und unter Druck zu arbeiten und nicht die Möglichkeit haben, präzise Informationen weiterzugeben. حمایت از خبرنگارایی که می‌خواهند در افغانستان باشند، اما جانشان مسئول باشد، قرار نیست همه‌شان از افغانستان بیرون شوند. من کسایی را می‌شناسم که می‌خواهند کار کنند با رسانه‌های افغانستان، ولی تضمین وجود ندارد که جانشان در خطر است یا خیر. Und die Unterstützung von JournalistInnen, die in Afghanistan arbeiten. Sie sagt, ich habe Kontakt zu solchen Menschen, die weiterarbeiten möchten, aber sie brauchen eben eine Sicherheit. Diese Sicherheit muss geschaffen werden. Ja, und das Institut für Medienwissenschaften zum Beispiel in Afghanistan, in Kabul, kann eben nicht mehr offen seine Aufgabe erfüllen, den Studenten und Studentinnen beizubringen, wie Informationsvermittlung offen und transparent läuft. Also wie kann der Journalismus in Afghanistan dann fortgesetzt werden? Wie kann eine neue Generation herangezogen werden? Ba ma mefam ki tasamim birun az Afghanistan kheli khub garefta mesha. Janbi amali ham dara dar surate ke shomaha bakhoin va dar kanar mardom Afghanistan, dar kanar rasana va khabarnigaran dar Afghanistan bashin. Wir wissen ganz genau, dass diese Entscheidungen auch hier außerhalb Afghanistans getroffen werden können. Und die Bedingung ist, dass Sie eben dafür einstehen und neben diesen Menschen und hinter diesen Menschen stehen, die sich für den Journalismus in Afghanistan einsetzen. Mhm. Danke schön. Ja, gerne. Shakila möchte auch was sagen. چند ماهی که طالبان به قدرت رسیدن در افغانستان دیدیم که نهادهایی که مختلف که به سازمانهایی که برای حمایت از حقوق بشر مثل سازمان ملل متحد و نمایندهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا به افغانستان در امور زنان و در امور افغانستان و دیگر کشورها نمایندهای مختلف تعیین کردن تمامش به اعلامیه ها اکتفا میکنن متاسفانه هر موضوعی که میشه او را محکوم میکنن فقط و یا در صفحه تویتر خود تو را نشته میکنن که ما این موضوع را محکوم میکنیم ما به شدت نگران وضعیت هستیم به نظر ما نگرانی ها و محکوم کردن ها فعلا به جای نمیرسه Wir haben gesehen in den letzten Monaten, seit die Taliban an der Macht sind, haben verschiedenste Organisationen, auch der UN oder Menschenrechtsorganisationen, im Prinzip sehr viele Ankündigungen gemacht und sehr vieles im Internet verbreitet, auf Twitter und haben verurteilt. Aber es ist nicht der Zeitpunkt, wo man einfach nur verurteilt. Es muss etwas getan werden. مردم افغانستان کسایی که هستن نمیشه که همه بیرون شون قسمی که موبینا جان گفت مردم به آزادی بیان نیاز دارن به حقوق اولیه خود نیاز دارن و باید فشار واقعی وارد شوه برای بالای طالبان اما قسم که وادار ساختشان به قطر بیاین با حکومت قبلی بشینن گفتگو کنن باید فشارهای واقعی بر اونا وارد شوه Man kann nicht das ganze Volk in Afghanistan evakuieren. Die brauchen vor Ort die Rede- und Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit. Und deshalb muss man Druck ausüben auf die Taliban. Mechanismen des Drucks müssen ausgearbeitet werden,
damit sie sich, als ein Beispiel, das sie gibt, mit der ehemaligen Regierung zusammensetzt und eine Lösung für das Land sucht. مثلا نهادهای مثل سازمان خبرنگاران بدون مرز، نهادهایی که خارج از دولت کار میکنن برای حمایت از حقوق بشر کار میکنن، اینا میتونن بالای سیاستمدارایی که تصمیم گیرنده هستن فشار وارد بکنن. Und Organisationen, die außerhalb von Regierungen stehen, zum Beispiel Reporter ohne Grenzen, kann dafür sorgen, dass dieser Druck ausgeübt wird auf Regierungen, um eben genau das zu ermöglichen. و با فشارها میتونن بدون اعلامیه ها و محکومیت ها که سالا ما تجربه کردیم که به جای نرسید و روز به روز ما همه چیز خود برای یک شبه بالاخره از دست دادیم هیچ چیز به اصطلاح به کرسی نمیشینه و هیچ مشکلی حل نخواهد شد. Ja, diese ganzen Verurteilungen haben im Prinzip nichts gebracht. Man muss praktisch etwas tun. Sie sprechen davon, dass man Druck ausüben muss. Ich habe das auch sehr lange gesagt, conditional help, das heißt nur also Bedingungen stellen und dafür Hilfe schicken und sonst wird es keine Hilfe geben. Nur habe ich das Gefühl, dieser Druck kommt bei den Taliban auch gar nicht an. Sie haben ja dieses Versprechen dem Westen gegeben, dass die Schulen geöffnet werden und die Schulen wurden am 22. März nicht geöffnet. Also wie ganz konkret kann man Druck ausüben auf die Taliban, dass sie wirklich dann eine Veränderung vor Ort erwirken? Was kann man ganz konkret machen? Was tangiert die Taliban überhaupt? طالبان شما در جریان هستین که انتظار هستند که به رسمیت شناخته شوند. هر کشور به حمایت و پول ضرورت داره. هر حکومت، هر نهاد از اون طریق میشوند فشارهای مالی را بیشتر بسازن. کمک‌های بشری را که وعده کردن خودشان برن به مردم مستحق توزیع بکنن. ما شاهد هستیم هر هفته 32 میلیون دلار به افغانستان کمک میشه پول نقد به ادامه کمک‌های بشری او پول به یکی از بانک‌ها انتقال داده میشه او هیچ معلوم نیست که او پول چه قسم به دسترس مردم مستحق به کسی که نیازمند کمک است میرسه نهادهای کمک میکنن پول را که کمک میکنن مواد را که کمک میکنن باید خودشان در محل به مردم توزیع بکنن اینم خودش است که اونا به نحوی حمایت مالی صورت میگیره در افغانستان در صورتی که Also wie Sie wissen, warten die Taliban darauf, international anerkannt zu werden. Und das ist eine Möglichkeit, Druck aufzubauen. Gerade im Finanzbereich, es fließen nach Afghanistan Hilfen, pro Woche 32 Millionen, sagt sie, und die werden verteilt, gelangen in die Banken, also ein Anschluss des Wirtschaftssystems ist da zu Afghanistan. Aber dann sagt sie, ist es eigentlich wichtig, diese Hilfen auch vor Ort zu verteilen. Die einfachen Menschen müssen die Hilfe im Endeffekt bekommen. فشارهایی را که سیاستمدارا خودشان میفهمن طریقای شهر و مردم عام نمیفهمن فشارهای مختلفی است und Politiker wissen am besten wie man Druck aufbaut also einfache Menschen können da gar nicht so mitreden im Prinzip müssen die Politikerinnen entscheiden welche Mechanismen es gibt Druck auszuüben ما 40 سال جنگ تجربه کردیم بعد از 20 سال طالبان رفتن دوباره به قدرت رسیدن این کلش با یک حمایت قوی صورت گرفته Wir haben 40 Jahre Krieg erlebt und im Endeffekt kamen die Taliban zurück. Und das alles hat seine Hintergründe. Also irgendwo muss Unterstützung da sein. Und diejenigen PolitikerInnen, die mit den Taliban zusammensaßen, um sie dazu zu bringen, nach 20 Jahren praktisch an den Verhandlungstisch zu kommen, eine Lösung zu suchen, finden sicherlich auch eine Möglichkeit, die nächste Etappe zu gestalten und dementsprechend die Taliban auch dazu zu bewegen, zu diesen Positionen. Danke. Wir haben jetzt noch drei Fragen. Eine hier, dann im Stream und noch hinten. Einmal hier. Gut. Ja. سلام به همگی من دنیا رجبی هستم از تلویزیون افغانستان انترنشنال خانم ابراهیم خیل شما تجربه زندگی در رژیم اول طالبان رو داشتین به نظر شما آیا این رژیمی که 20 سال پیش از این کشور تخلیه شد و خارج شد توسط آمریکا آیا این رژیم با رژیمی که حالا آمده افغانستان رو به دست گرفته تفاوتی داره من به اجازه شما ایراد ترجمه میکنم ich muss übersetzen jetzt also von Afghanistan International dem Sender
und fragt Frau Ibrahim Khil, Sie waren ja auch bei der ersten Herrschaft der Taliban bereits vor Ort. Und jetzt ist erneut eine Taliban-Herrschaft in Afghanistan eingetreten. Hat sich das heutige Regime in irgendeiner Art und Weise verändert zum vorherigen? متاسفانه ما در رژیم اول که در رژیم طالبان بودم فکر وضعیت بسیار خراب بود مثل حاله هیچ رسانه اجازه فعالیت نداشت دخترها اجازه رفتن به مکتب نداشتند زنها مثل زندانی در خانه بودند در اوایل که طالبان به قدرت رسیدن فکر می کردیم که شاید اینا تغییر کرده باشند اما متاسفانه با عملکردهای اخیرشان نشان دادن که هیچ تغییری در سیاست و برخورد این گروه وجود نداره متاسفانه و روز به روز مثل گذشته مثل رژیم گذشته اما محدودیت ها را بر زنان و مردم وضع کردن محدودیت اولشان مانع شدن دخترها از رفتن به مکتب بود که دخترایی که با چقدر علاقمندی و شوق رفتن با آغاز سال تعلیمی Sie sagt, am Anfang war natürlich Hoffnung, als die Taliban das zweite Mal kamen, weil man kannte das Regime davor und da war alles im Prinzip verboten, um es kurz zu fassen. Und dann hat es sich jetzt im zweiten Regime auch gezeigt, dass es von Tag zu Tag schlimmer wird und dass sie ihr wahres Gesicht immer mehr zeigen und im Prinzip dadurch keine Änderung eingetreten ist. دخترایی که با شوق و با چه امید رفتند در پشت دروازه های مکتب شما شاهد بودین با چشمان اشبار دوباره برگشتند. Sie haben die Bilder gesehen, wie Mädchen freudestrahlend vor den Schulen standen, um einzutreten, weil sie wieder die Erlaubnis hatten, in die Schule zu gehen und dann anschließend Tränen vergossen haben, weil sie nicht in die Schule durften. ما امرایشان به تماس هستیم روزانه همه انتظار میکشند در یک ناامیدی در یک سراسیمگی به سر میبرند امید به آینده ندارند. Ich habe Kontakt zu diesen Mädchen vor Ort und habe gesehen, dass sie überhaupt kein Vertrauen und keine Hoffnung mehr in die Zukunft haben. متاسفانه با عملکردهای اخیرشان بازم تکرار میکنم که هیچ تغییری در ایدئولوژی و سیاست طالبا رونما نشده و روز به روز بدترتر شده میره و مشابه مو رژیم اولشان هستند. Und mit den letzten Aktivitäten der Taliban sieht man, dass sie sich überhaupt nicht kein bisschen verändert haben im Gegensatz zum ersten Regime. Okay, wir haben noch zwei Fragen, eine im Stream und dann noch da hinten. Meine Kollegin Lenja Hansen teilt uns die Frage aus dem Stream mit. Brigitte Fassbender, Migrationsrechtsanwältin, fragt, ein Großteil der Betroffenen hat es bekanntlich nicht auf die Liste Schutzbedürftiger des Auswärtigen Amtes geschafft. Was tut Reporter ohne Grenzen, um Druck auf die Bundesregierung bzw. das Außen- und Innenministerium auszuüben, damit mehr Menschen, die sich für Demokratie, Menschen- und Frauenrechte engagiert haben, nach Deutschland kommen können? Da kann ich gerne kurz was zu sagen. Also allein, dass wir eine solche Veranstaltung machen, zu der wir viele, die hoffentlich Verbreitung findet, versuchen wir Öffentlichkeit zu schaffen, auch gerade im Schatten des Kriegs in der Ukraine, wo es ehrlich gesagt schwierig ist, gerade auch im politischen Raum über andere Themen als über Russland und Ukraine zu sprechen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir jetzt diese Veranstaltung machen und jetzt diese Stimmen hier hören, weil diese Menschen sind jetzt hier im Exil, die Kolleginnen und Kollegen, die Menschen in Afghanistan, über die wir sprechen, sind jetzt in einer Bedrohungslage. So, und darauf machen wir immer wieder aufmerksam. Wir haben direkte Gespräche mit den beiden genannten Ministerien, mit dem Bundesministerium des Innern, mit dem Auswärtigen Amt, haben an hochrangigen Gesprächen teilgenommen, auf unterschiedlichen Hierarchieebenen, wenn man das so sagen kann, im Gespräch, und das machen wir weiter und sind dort auch deutlich und formulieren auch die Forderungen, die ich vorhin hier formuliert habe, die vier Punkte, die tragen wir auch genau dort fort und wir werden da auch nicht locker lassen. Das ist das, was wir machen können. Und hier ist noch gerade ein Kommentar aus dem Publikum oder eine Frage von Selmin Chalizkan von Open Society Foundations, die dazu noch was ergänzen will, aber mit Mikro darfst du das nur. Vielen Dank auch Christian. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese fantastische Veranstaltung. Ich bin sehr dankbar, dass ihr das gemacht habt, genau zur richtigen Zeit. Ein Punkt, den ich machen wollte,
Für mich ist super wichtig, es auch zu skandalisieren, dass man Geflüchtete unterschiedlich behandelt. Wir sprechen immer mit den gleichen sogenannten Stakeholdern, egal ob wir zu Afghanistan oder zu Ukraine oder zu Russland oder zu Belarus sprechen. Es sind immer die gleichen Leute, die die Entscheidungen treffen im Auswärtigen Amt oder im Bundesinnenministerium oder im Justizministerium. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir alle dafür sorgen, dass wir Afghanistan nicht vergessen, dass wir dafür sorgen, dass auch die Hilfe für Menschen aus Afghanistan, MenschenrechtsverteidigerInnen, JournalistInnen, weiterhin auch ideelle Unterstützung von den Ministerien, von der Bundesregierung bekommen, aber auch finanziell unterstützt werden. Und vielleicht wäre es auch schlau, die große Unterstützungswelle für Menschen aus der Ukraine und aus Russland, dass wir vielleicht diese Welle auch nutzen können, um nochmal auf die Situation von afghanischen MenschenrechtsverteidigerInnen, JournalistInnen aufmerksam zu machen und vielleicht auch Brücken zu schaffen, gemeinsame Foren zu schaffen, damit wir die Aufmerksamkeit für die Ukraine auch für die Menschen aus Afghanistan nutzbar machen können. Vielen Dank. Ja, das ist ganz wichtig noch, und deswegen nochmal zum dritten Mal den Hinweis auch, aber ich glaube, weil einfach wir wollen auch, dass das bekannt ist, unseren JX Fund. Wir haben von der ersten öffentlichen Vorstellung dieser Initiative des JX Fund im März, der eine absolute Schnellgeburt war, haben wir nie nur über Russland, Ukraine gesprochen, sondern für uns gehört das ganz, ganz eng zusammen, und das ist mir uns allen, glaube ich, die auch das vergangene Jahr, auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Nothilfeteam, vor allen Dingen Katja Heinemann, uns auch noch in den Knochen sitzt, buchstäblich. Und deswegen ist uns das auch ganz, ganz wichtig. Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen. Wir haben ja gesehen, wie schnell und wie offen und wie herzlich die Türen jetzt aufgegangen sind für Ukrainer. Und ich höre von sehr vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, dass sie jetzt wieder zurückgehen. Diese Türen, die so weit offen waren, wären wunderbar, wenn sie offen gehalten werden für afghanische Flüchtlinge, die wirklich vor sich hin vegetieren in Flüchtlingsheimen und seit Monaten und Jahren keine Chance haben, auf eine Wohnung, auf ein würdiges Leben in Deutschland zu beginnen. Weil das, was sie jetzt haben, ist wirklich, das möchten sie nicht sehen, wie es in den Flüchtlingsheimen riecht, welche Zustände da sind, welche eine Dusche für 30 Leute, Menschen aus verschiedenen Kulturen kommen zueinander. Das ist wirklich eine Folter, das ist eine psychische Folter für Menschen, die traumatisiert aus einem Krieg kommen. Das darf eigentlich in Deutschland nicht sein, so ein Zustand. Also wenn Türen offen sind und da Menschen schon gelebt haben und man hatte diesen Platz, vielleicht kann man sich doch dazu entscheiden, auch eine afghanische Familie aufzunehmen. Danke für das Plädoyer. Da hinten noch eine Frage oder ein Kommentar. Ja, ich habe schon eine Frage von Sie, aber lassen Sie mich erstmal wirklich sagen. Kann ich auch kurz vorstellen? Ja, ich bin Nastara Nauras und eine freie Journalistin. Ich schreibe für die Zeit und auch ich helfe bei Reporter ohne Grenze. Meine Frage ist für Sie, aber ich wollte wirklich erstmal sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung für die afghanische Journalistinnen und Journalistinnen. Ja, wir wissen, dass zurzeit gibt es kein besonderes Aufnahmeprogramm für die afghanischen Menschen. Wenn so ein Aufnahmeprogramm gibt es nicht von den Journalisten oder Journalistinnen in Afghanistan, was können Sie für die Journalisten, die sind in Afghanistan oder Journalistinnen und sie sind in Gefahr, was können Sie machen? Und gibt es noch einen Plan oder haben Sie eine oder unterstützen für die Meinungsfreiheit in Afghanistan? Möchte ich wissen, was ist Ihr Plan? Reporter und Agent, ja. Naja, also zum einen, wir sprechen natürlich sozusagen auch als Organisation Reporter ohne Grenzen nicht nur über Exil, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aus verschiedenen Gründen können, das muss ich dir nicht sagen, Menschen natürlich das Land nicht verlassen, weil Familiensituation aus verschiedenen Gründen so ist. Insofern ist es uns zum einen wichtig, auch über die Lage dort zu sprechen. Wir haben vor kurzem im Frühjahr und auch darauf aufmerksam zu machen, wie prekär die Lage dort ist in Sachen Sicherheit. Genau die Punkte, die Shakila vorhin
vorhin angesprochen hat, Bedingungen zu formulieren für Finanzvergabe, für Finanzmittelvergabe, aber das nicht nur auf einer abstrakten politischen Ebene, sondern auch die Lage zu beschreiben, wie schwierig das ist. Wir haben im März zusammen mit der afghanischen Journalistenvereinigung eine Beschreibung der Medienlandschaft in Afghanistan veröffentlicht, und das ist für uns ganz traurige, wichtige Daten, aber die wir auch natürlich in der politischen Arbeit nutzen wollen, um zu sagen, Zusammenarbeit mit diesem Regime der Taliban kann nur unter Bedingungen funktionieren. Insofern sprechen wir nicht nur über das Exil, sondern auch über die Lage vor Ort mit unseren afghanischen Partnerorganisationen. Das ist das, was wir im Moment machen können. Das machen wir natürlich auch nicht nur, wir sind ja eine global tätige Organisation, das machen wir nicht nur hier mit der Regierung, das machen wir auch mit all den Stellen, die mit den Taliban sprechen. Wir müssen nicht nur über die Exil denken, sondern die Leute, die sind schon dort. Nein, und wir glauben, und wenn ich das so kurz so sagen darf, wir glauben auch an, so weit weg das vielleicht gerade heute erscheinen mag, aber ich glaube, wir machen ja all das, weil wir an ein demokratisches Afghanistan glauben, an ein Afghanistan, was eine Zukunft auch nicht nur unter Taliban haben. Und wenn wir das nicht, diese Hoffnung, die vielleicht sich naiv anhören mag, nicht hätten, dann würden wir das, glaube ich, nicht machen. Auch Exilmedien sind im Idealfall Exilmedien, die irgendwann nur den Weg bereiten, um wieder zurück nach Afghanistan zu gehen. Und ich glaube, von all dem getrieben ist unsere Arbeit, von dieser Hoffnung. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Das war ja eigentlich ein schönes Schlusswort. Hoffnung am Ende. Ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass Sie hier im Raum waren, im Bundesverband Deutscher Stiftung. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier heute bereit war, eure Erfahrungen, eure Einschätzungen zu teilen. Wünsche alles Gute jetzt, ja, erstmal auch mit dem Integrationskurs hier, mit den Sprachkursen in Wiesloch, in Darmstadt, mit der Weiterarbeit. Wir sagen danke für das Erfahrungsteilen, wünschen aber auch alles Gute und für das, was vor Ihnen liegt, bei dem Einsatz für ein demokratisches Afghanistan, und in der Hoffnung, dass irgendwann diese Hoffnung irgendwann Wirklichkeit wird. Danke auch dir, Nathalie, dass du hier warst, und allen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Genau, das kommt noch. Und natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank, denn wir haben ja gesehen, das ist nicht ohne Sprache möglich, da wir uns verständigen wollen. Insofern auch ganz, ganz herzlichen Dank an die tolle Dolmetschung. Und genau, und allen, die es noch nicht gemacht haben, den empfehle ich nochmal das Buch, wirklich von Nathalie Amiri. Und wer sie heute Abend nochmal hören will, kann das, und in Berlin ist, kann das auch in Charlottenburg in einer Buchhandlung machen. Den Namen kannst du nochmal sagen. Buchenister. In der Ludwig-Kirch-Straße, 19:30 Uhr. Ja, herzlichen Dank dafür und alles Gute. Vielen Dank.